Nein, ist ja wahr. Wir Männer, wir haben es ja wirklich nicht mehr leicht auf der Welt. Mir zum Beispiel, mir scheißt's immer eine. Ich bin immer Zeiter. Ganz wurscht, was ich tue. Das ist schon fürs Armen im Gewände, ich bin immer zu kurz. Bin immer Zweiter. Immer. Außer beim Schnackseln, da bin ich als Erster für dich. Da bin ich ja so ein Ansager. Jetzt sag ich dir auch so, weil du gar nicht laufen kannst. Es ist eh nicht zu lachen, es ist, ich weiß nicht, es ist nicht zu lachen, hast du recht. Na, wenn wir schon beim Thema Sandverschwörung, hier zum Beispiel, schau, ich habe was, das ist mehr als eine Verschwörungstheorie, das ist schon ein Fakt. Nicht ein Herzinfarkt, ein Verschwörungsfakt habe ich da, ja. Mal bitteschön, okay, das habt ihr einen Eintritt, soll, das sollt ihr wirklich alles wissen, eine ganze Aufklärung. Halt's mir nicht für deppert, aber bitteschön, jetzt gebe ich einen Tipp. Wieso gibt's das? Dass jeden Tag was passiert. Ha? Verdächtig, gell? Wieso passiert da nicht einmal alles an einem Tag und dann einmal eine ganze Woche gar nichts? Habt ihr das schon mal überlegt? Soll ich denn sagen, wieso? Weil wir nämlich gesteuert werden. Und zwar ferngesteuert. Von den Medien! Nicht mit einer Fernbedienung, sondern aus der Ferne. Die Medien machen das. Bitte schön. Es steht nicht so viel in der Zeitung, weil so viel passiert, sondern es passiert so viel, weil die Zeitungen das wollen. Die schreiben das, ob das stimmt oder nicht, das ist komplett blutzen. Wurscht! Kann sein, kann er wirken. Ja, zum Beispiel, ja, die Woche der Kronenzeitung gelesen, da war so eine super Zusammenstellung ist drin gestanden. Norwegens zukünftige Königin, eine bürgerliche, drogenerfahrene Hausbesetzerin. Michael Jackson aus Klinik entlassen und zerstückelte Leiche im Container gefunden. Wie ist meine Spessel dazu da? Die haben es schon wieder durcheinander gebracht. Habe ich erklären müssen und gesagt, nee, die Michael Jackson haben es zerstückelt in einem Container gefunden. Ganz im Gegenteil, den haben wir mehrmals schon wieder zusammenbauen müssen. Na und bitte, Königshäuser, dass das so interessant ist. Ob da mal eine zukünftige Königin, eine bürgerliche war. Oder ob die bei einer Demonstration oder bei einer Hausbesetzung dabei war. Oder ob die drogensüchtig ist. Bitte, wen interessiert denn das? Genau. Und diesen Kreien erzählst du, der lacht mich nicht aus. Das kannst du übrigens nachlesen im Internet www.cast.at. Ja, seht? Kreien! Die Kreien, die lachen dir aus. Die können sogar noch lachen über sowas. Das war sowieso das Gescheite. Einfach lachen. Lachen, alles vergessen, gleich über nichts irgend, das ist das Gescheite. Lecker. Sag ich noch was, wenn der Mensch einigermaßen in Würde überleben will, dann muss er vergessen können. Vergeht nicht. Und verdrängen. Verdrängen ist ganz, ganz wichtig. Mein Gott, man kann sich da nicht ständig vor Augen holen, was alles noch passieren kann. Da müsste man dann aber den ganzen Tag mit der vollen Hose durch die Gegend rennen. Das war ja nicht nur für einen selber unangenehm, oder? Ja, nur wenn sie den Hosenträger nicht umlassen. Ja, zum Beispiel. Ja. So, und im Grunde genommen haben wir ja eigentlich auch keinen Grund zum Ärgern. Und weil wir keinen richtigen Grund haben, jetzt ärgern wir uns heute über die Kleinigkeiten. Das ist ja das größte Privileg im Leben, wenn man sich mangels großer Sorgen über die Kleinigkeiten ärgern kann. Ein Beispiel, nicht dabei ein Auto vor dir im Schritttempo fährt und du nicht gleich überholen kannst, mein Gott, dann siehst du nur, dass er Weiberl fährt. Oder jagen mit einem Hut auf. Und wenn man dann auch noch mehr ein Kennzeichen hat, dann geht die Nische auszufassen. Und nächstes Recht, das ist ja die Futschen haben aus der Gruppe. Auf. Rang Sie hier auf, das ist ein Aufruf zur Gewalt. Beruhigt dich. Ja, Entschuldigung, das ist mir jetzt passiert, das wollte ich nicht. Keine Ahnung, danke schön, dass du mich bremst hast. Hast recht. Einfach nicht irgendwendiges. Normal. Wir müssen eigentlich beneiden. Weil ein Fliegengedächtnis von genau 0,7 Sekunden. Schaut her, wenn zum Beispiel Fliegen jetzt gegen einen Schein fliegt, hat zwar momentan einen Mordspassing Blaine Schädel, aber sie kann sie nicht einmal 0,7 Sekunden hat sie schon wieder vergessen und fliegt weiter. Frau
den Flieger klingt scheiße, ist ein wenig ein Nachteil, das muss man schon sagen. Das stimmt, aber trotzdem im Grunde genommen beneint wird. Nein, sagen Sie, es hilft nichts. Einfach nicht irgendein, ganz wurscht, was passiert. Jetzt geht's schon wieder zu da draußen, das ist ein Wahnsinn. Das hat so irgendeine Trottel, das gibt's ja nicht mehr.